Aktien kaufen trotz kurz bevorstehender Immobilienfinanzierung? Mit dieser Zuschauerfrage beschäftigen wir uns in diesem Video. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bleibt dran! Herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs, erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Ja, mir hat ein Zuschauer meines Kanals eine interessante Mail geschrieben, wo er eben genau dieses Thema im Prinzip aufgreift. Er will also relativ zeitnah eine Immobilie erwerben und fragt sich, ob es Sinn macht, denn vorher noch ein Aktien-ETF-Portfolio aufzubauen. Der hat auch noch so eine kleine andere Alternative und das sollten wir uns mal näher anschauen und uns einfach mal die Frage stellen, ob das denn sinnvoll ist. Könnte sicherlich auch noch interessant für einige andere Zuschauer sein. Also vielleicht nochmal kurz die Ausgangssituation. Was hat er geschrieben? Er ist 25 Jahre alt aktuell. Also noch relativ jung. Er wohnt aktuell zur Miete für 850 Euro pro Monat. Hat jetzt nicht geschrieben, ob warm oder kalt. Er wohnt auch mit seiner Freundin entsprechend zusammen. Und er erzielt aktuell ein Gehalt von 2200 Euro netto pro Monat. So, das ist so die Ausgangssituation. Was ist sein Plan? Er will innerhalb der nächsten 5 Jahre, hat sich viel vorgenommen, er will heiraten, Kinder kriegen und ein Haus bauen. Und zwar auf die klassische Art und Weise, so klassische Finanzierung mit einem tendenziell relativ großem Fremdkapitalanteil. So, und jetzt fragt er sich eben, soll er jetzt bis zum Zeitpunkt, wo eben die Immobilienfinanzierung losgeht, im Prinzip noch ein ETF-Aktienportfolio aufbauen, um dann dieses Portfolio mit Start der Finanzierung zu verkaufen, um dann entsprechend eben ja, das Eigenkapital zur Verfügung zu haben. So alternativ arbeitet er wohl auch bei einem Konzern oder bei einer größeren Firma, die eben auch selber börsennotiert ist und kann dort eben Mitarbeiteraktien beziehen und hat hier eben den Vorteil, diese Pakete laufen 3 bis 5 Jahre und die Firma würde dann auch, wenn, sag ich mal, zum Kaufkurs Verluste entstehen, würde die das entsprechend wieder aufstocken, zumindest bis zum eingezahlten Betrag, so dass er tendenziell dazu tendiert, eigentlich kein eigenes Aktienportfolio aufzubauen, sondern eben alles in die ja, Mitarbeiteraktie eben zu investieren, da hier für ihn eben die Risiken entsprechend geringer sein. Das ist also ein bisschen seine Alternative, die er hat und das ist ein bisschen der Fall und damit wollen wir uns einfach jetzt mal ein bisschen beschäftigen und uns einfach mal ein paar Gedanken zu dem Thema machen und wir sollten uns vielleicht erstmal klar machen, ja, was wissen wir jetzt eigentlich nicht oder was sollte man sich eigentlich grundsätzlich fragen in so einem Fall und da habe ich mir mal ein paar Stichworte zu gemacht und zwar für mich ist ein wichtiger Punkt, wie wird für denjenigen, der das Ganze fort eigentlich das Haushaltsnettoeinkommen aussehen, aktuell und vor allem auch, wie wird es aussehen, wenn, sag ich mal, der Nachwuchs da ist, er will ja auch Kinder haben, sodass man einfach mal eine Idee davon hat, hey, was habe ich jetzt eigentlich zur Verfügung? Weil ich gehe aktuell mal davon aus, dass seine Freundin auch entsprechendes Einkommen generiert, sodass das Haushaltsnettoeinkommen höher ist als diese 2200 Euro netto im Monat. Das war erstmal ein Punkt, den wissen wir jetzt nicht näher, aber das muss man natürlich sich einmal vorher als eine wichtige Frage stellen. Ja, Vermögenssituation hat er auch keine Angaben gemacht in der E-Mail. Also wurde bereits ein Vermögen aufgebaut, welches vielleicht dann auch als Eigenkapital entsprechend herangezogen werden kann. Wie hoch soll insgesamt der Eigenkapitalanteil bei der Immobilienfinanzierung sein, etc. Auch das wissen wir alles nicht. Dann natürlich auch das Thema Darlehensbetrag. Ja, also wie hoch ist überhaupt das Budget für die Immobilie? Passt das auch zur zukünftigen Einkommenssituation, zum zukünftigen Haushaltsnettoeinkommen? Was soll das für ein Haus sein? Soll das ein Fertighaus sein oder ich sag mal ein frei individuell geplantes Haus? Das ist oft dann mit höheren Kosten verbunden als ein Fertighaus. Da muss man entsprechend höhere Puffer dann auch einplanen. Wie wird die Stand, wie, wo ist überhaupt das Haus, wo soll das gebaut werden, in welcher Stadt, in welchem Ort, wie ist die Lage und so weiter. Und eben auch so das Bewusstsein eigentlich über das, ja, ich sag mal, Klumpenrisiko, was man sich natürlich mit der Immobilie auch dann oft ja, ins Haus holt, wenn man so will. Das sind so ein paar Themen, die man einfach mal so im Hinterkopf haben sollte, die man mal durchdenken sollte. Und jetzt ist natürlich eben letztendlich die interessante Frage, macht das jetzt wirklich Sinn, eine dieser beiden Alternativen anzuwenden? Also sprich bis zum Zeitpunkt der Finanzierung, die ja innerhalb der nächsten 5 Jahre stattfinden soll oder starten soll, wirklich noch ein Aktien-ETF-Portfolio aufzubauen, was man dann eben entsprechend verkauft, wenn eben damit eben Eigenkapital zur Verfügung steht. Und wenn jetzt wirklich dieses Immobiliendarlehen innerhalb der nächsten 5 Jahre aufgenommen werden soll, macht es meines Erachtens nach keinen Sinn,
jetzt parallel noch ein großes oder wirklich, sag ich mal, alles das, was man sonst eigentlich klassisch auf ein Tagesgeldkonto gelegt hätte oder aufs Girokonto gelegt hätte, um es wirklich dann auch für die Finanzierung parat zu haben als Eigenkapitalanteil. Das macht keinen Sinn, hier das Ganze in Aktien oder ETFs zu stecken, um eben, sag ich mal, noch so einen Renditeboost zu haben, um den Eigenkapitalanteil eventuell noch aufzuboosten. Weil meines Erachtens nach der 5-Jahres-Zeitraum, das ist ja hier auch Maximalzeitraum, ja, da sagt er, innerhalb der nächsten 5 Jahre werde er das machen. Das ist einfach zu kurz. Ja, es kann einfach sein, dass wir jetzt in 1 oder 2 Jahren massive Korrektur, einen massiven Crash haben und am Ende des Tages, wenn eigentlich die Finanzierung ansteht, das, was er ursprünglich da eingezahlt hat in die Aktien, in die ETFs, vielleicht nur noch 50% oder 40% wert ist. Und das wird natürlich den ganzen Terminplan entsprechend durcheinander bringen. Ja, das heißt, da würde ich grundsätzlich davon abraten, wenn man so zeitnah plant, wirklich ganz fest sagt, okay, ich habe das für mich klar durchkalkuliert, durchgerechnet, stimmt alles, passt alles, eine Immobilie finanziert, dann würde ich nicht noch in Aktien, ETFs investieren, wenn ich dieses Geld denn noch brauche für die Immobilienfinanzierung. Wenn ich natürlich ausreichend Eigenkapital habe, wenn ich schon Vermögen aufgebaut habe und sage, ja, das reicht mir auch eigentlich zur Immobilienfinanzierung, dann kann ich das natürlich parallel sukzessive machen und auch entsprechend aufbauen. So, jetzt natürlich noch die spannende Frage. Er hat natürlich jetzt noch so ein bisschen diese Hintertür mit den Mitarbeiteraktien. Das klingt natürlich erstmal auf den ersten Blick toll. Das heißt eigentlich so, ja, er schrieb auch so ein bisschen mehr oder weniger risikolos, kann er da investieren, weil wenn die Aktie da mal runtergeht von seinem Arbeitgeber, dann kann er eben hier entsprechend auch einfach, oder dann stockt der Arbeitgeber das sozusagen auf und er hat dann eigentlich auch keine Verluste bei dem ganzen Thema. Trotzdem sollte man sich auch bei den Mitarbeiteraktien natürlich mal ein paar Gedanken machen. Und zwar, was passiert denn jetzt, wenn der Zuschauer zum Beispiel in 1 oder 2 Jahren auf einmal seinen Job wechseln würde, wenn er zu einem anderen Arbeitgeber geht? Gilt dann diese Regelung auch noch? Was passiert dann mit den Aktien? Würden die dann auch noch, wenn dann das Ganze in 5 Jahren ausläuft, entsprechend wirklich aufgestockt werden vom Arbeitgeber? Weiß ich nicht. Was passiert mit den Aktien, wenn sein Arbeitgeber insolvent geht? Ja, stell dir vor, du zahlst jetzt nochmal 3 Jahre in diese Firmenaktie ein, in die Aktie deines Arbeitgebers ein und dann geht der Laden auf einmal pleite, dann wirst du da wahrscheinlich zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch nicht wirklich viel von deinem Geld noch sehen. Ja? Und dann würde ich ihm auch nochmal prüfen, ist diese Aufstockung der Verluste, wie er eben schrieb, ist das wirklich auch vertraglich entsprechend vereinbart, festgeschrieben? Wie sind da die genauen Regelungen, also genau auch das Kleingedruckte lesen bei dem ganzen Thema. Und natürlich auch, es ist natürlich auch weiterhin ein bisschen starr, weil er sagt ja, dieser Mitarbeiteraktie muss man entweder 3 oder 5 Jahre halten, dann kann man die sich halt auszahlen lassen oder eben ins eigene Portfolio übernehmen. Ja, was passiert aber, wenn er jetzt in 4 Jahren eine super Möglichkeit findet, ein super Grundstück findet, bauen will, die Finanzierung muss stehen und er kommt aber erst in 5 Jahren dran an das entsprechende Kapital, was in den Aktien gebunden ist. Auch hier ist es natürlich ein bisschen starr und unflexibel, von daher wäre ich grundsätzlich vorsichtig, egal ob bei Mitarbeiteraktien oder eben eigenes normales Aktienportfolio, wenn ich eben in so einem kurzen Zeitraum so viele Dinge und Themen machen möchte, auch wenn Nachwuchs ansteht, etc., da muss ich ja auch entsprechende Rücklagen bilden oder muss mir dann auch im Klaren sein, dass ich da entsprechend dann auch höhere Ausgaben habe. All das muss ich natürlich hier berücksichtigen, also durchaus eine spannende Situation, aber da sollte man sich eben nicht übernehmen und dann sich auch wirklich eher auf die Immobilienfinanzierung fokussieren. Das wären so meine Aspekte zu dem Thema. Ich kann euch dazu auch noch ein kleines Buch empfehlen. Und zwar ist das Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer von Gerd Kommer. Den werden wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Der hat ja auch ein ganz berühmtes Buch geschrieben zum Thema ETFs und hat aber hier auch was zum Thema Immobilienfinanzierung geschrieben und wirklich auch sehr fundiert, sehr schön argumentiert. Man kriegt einfach eine schöne Idee darüber, auf was man achten sollte. Und wenn man dieses Buch liest, dann merkt man, hey, das ist wirklich eine komplexe Thematik. Das heißt auch im Prinzip einfach vom Zeitaufwand. Ja, man muss hier erstmal, wenn man wirklich eine Immobilie kauft, muss man sich mit diesen Themen erstmal beschäftigen. Und wenn man dann noch parallel mit Aktien, ETF sich beschäftigt und da noch Wissen aufbauen will, wird es vielleicht auch insgesamt ein bisschen too much. Von daher, wenn dann lieber fokussieren und sich entsprechend hier auch genaue Informationen holen. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, ist direkt ein Link, könnt ihr direkt mal schauen. Kostet auch kein allzu großes Geld und ist das Geld auf jeden Fall meines Erachtens nach auch auf jeden Fall wert. Ja, wenn euch dieses Video grundsätzlich gefallen hat, dieses Format, dass ich auch mal öfter hier Zuschauerfragen, konkrete Fälle mal beantworte oder einfach auch mal meine Meinung dazu sage, es ist ja jetzt keine finale Lösung dieses Problems, sondern ich habe einfach mal meine Gedanken, meine Meinung dazu gesagt,
dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr entsprechend eure Fragen einfach mal in die Kommentare schreibt oder auch einfach an meine E-Mail-Adresse christoph@christophs-aktienkurs.de, blende ich euch hier auch nochmal ein, einfach mal mir entsprechende Mail schreibt und die interessanten Fragen picke ich mir dann mal raus und werde dann dazu auch gerne mal Videos machen. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.